Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dieter Mionske. Ich möchte gerne etwas mitteilen über Begriffe der Bibel anhand der Ursprache. Damit meine ich das Althebräische, aber auch hier und da das Griechische. Vielen Dank für die Rückmeldung zum letzten Video über das 1-4-Prinzip. Hat mich sehr gefreut und ich möchte in diesem Stil weitermachen. Vorbereitet hatte ich eigentlich den Zachäus aus Lukas 19. Doch dabei sind mir so viele Dinge aufgefallen, dass es insgesamt jetzt zu lang geworden wäre, das alles an einem Stück zu erzählen. Und dieser Zachäus ist eingebettet in eine Thematik, die mit verloren und gerettet zu tun hat, wie es überhaupt sehr stark ist im Lukas-Evangelium. Im Sprachgebrauch des Christentums kommt der Begriff verloren sehr häufig vor und wird nicht selten als Druckmittel verwendet, insbesondere in der Verbindung mit dem Begriff Hölle. Ja, und da möchte ich einfach mal anfangen. Wie immer möchte ich mit dem hebräischen Alphabet starten, weil es der Ausgangspunkt ist für eigentlich alle Betrachtungen, die ich in dieser Hinsicht anstelle, nicht nur hier für so eine Vorführung oder ein Video oder eine Präsentation, sondern auch für mich selbst. Ich recherchiere eigentlich, kann man sagen, jeden Begriff der Bibel, egal ob im Neuen Testament oder im Alten Testament, anhand des Althebräischen. Viele dieser Zusammenhänge sind mir durch Friedrich Weinreb bekannt geworden. Manche haben sich dann dazu ergänzt, quasi wie von selbst über das Wörterbuch. Und so tut sich eins zum anderen. Ja, das hebräische Alphabet ist in sich schon ein großes Geheimnis. Und je intensiver man sich damit befasst, desto mehr Zusammenhänge, biblische Zusammenhänge werden dann klar. Und dann erübrigen sich viele offene Fragen ganz von selbst. Viele Knoten lösen sich ganz von selbst. Und wer das nicht kennt, für den sind das natürlich erstmal in dieser Reihe hier Hieroglyphen, aber sie haben zugewiesene Zahlenwerte und anhand dieser Zahlenwerte kann man sich auch ganz gut orientieren. Ich habe jetzt im Gegensatz zum ersten Video eine Zeile oberhalb angefügt, das ist die numerische Reihenfolge des Alphabetes. Also ist klar, bis zum 10. Zeichen ist der numerische Wert, also die Reihenfolge, identisch mit dem Zahlenwert. Und dann kommt ein Umbruch. Dann das 11. Zeichen hat den Zahlenwert 20, das 12. 30, 13, 40 und so weiter. Das geht dann bis zum 22. Zeichen, das dem Zahlenwert 400 entspricht. Es gibt da ganz großartige Zusammenhänge auch zwischen dem numerischen Wert und zwischen dem echten Zahlenwert. Ich möchte nur ein Beispiel an dieser Stelle bringen, weil es geht eigentlich ja um das Thema verloren. Die 12 korrespondiert hier mit der 30. Und das finden wir zum Beispiel auch im Leben Jesu wieder. Das letzte Mal lesen wir etwas von ihm als 12-Jähriger. Und dann folgen die 18 stillen Jahre, zumindest finden wir in der Bibel da keine weiteren Erzählungen in Apokryphen und neben Geschichten und Texten. Da wird wohl was darüber geschrieben. Das kenne ich nicht. Ich möchte aber hier einfach darauf hinweisen, dass hier die 12 mit der 30 in einem Zusammenhang steht. Und das können wir auch bei dem Leben Jesu eben sehen. Das andere ebenso. Also es gibt auch Zusammenhänge zwischen der 15 und der 60, der 16 und der 70 im Hebräischen und im Alten Testament, im Neuen Testament, hier und da auch. Und das ist eben das Besondere, dass man anhand dieses Alphabetes schon Besonderheiten erkennen kann. Ich habe hier unten die 23 ergänzt, weil das 23. Zeichen existiert so nicht. Aber es wird immer wieder davon erzählt, in Überlieferungen, und Weinreb weist da oft darauf hin, dass das 23. Zeichen, ich habe hier einen Text von ihm dazu, den ich gleich einblende, dass es eben dieses Zeichen ist, mit dem es möglich wäre, alles auszudrücken und alles aufzuschreiben. Aber es ist dem Menschen hier in dieser Welt
nun mal verborgen. Korrespondierend dazu wäre dann die 500, also hier ist die Grenze mit der 400, die auch mit Ägypten im Zusammenhang steht. Und die 500, für die gibt es eben kein Zeichen mehr, keine Entsprechung mehr, kann im Sichtbaren nicht mehr dargestellt werden. Und hier zu der 500 ein neutestamentliches Beispiel, denn es wird ja berichtet, dass von Paulus, dass es 500 Zeugen gab, es steht da in etwa oder circa 500 Zeugen, haben den auferstandenen Jesus gesehen. Und das heißt natürlich, wer die Zahlen hier versteht, das ist irdisch überhaupt nicht belegbar, sondern nur bei uns selbst. Bei dem, der diese Grenze des Irdischen durchbrochen hat, dieser 400, ist das erlebbar. Den Beweis kann man sich selbst im Glauben bringen, aber nicht äußerlich. Also das hängt alles damit zusammen. Wir wissen auch von Paulus an anderer Stelle, dass er sagt, ich ward entrückt bis in den dritten Himmel und ich hörte Wörter, die man nicht aussprechen kann oder nicht aussprechen darf. Das kann man so und so übersetzen. Also es geht ja hier, wenn wir uns um die Bibel unterhalten, um die Welt, aus der wir stammen, aus der einer unsichtbaren, jenseitigen, ewigen Welt. Und nicht die war mal früher und kommt irgendwann wieder, sondern sie ist jetzt da, sie umkleidet uns, das ist die Quelle des Seins, aus der wir auch entspringen, aus der wir auch irdisch letztlich hier manifestiert worden sind. Und es geht in diesem Leben darum, wieder zurückzukehren zu dieser Quelle, jetzt schon, nicht nach dem Tod, jetzt. Und in dem jetzigen Moment kann das eben stattfinden. Ja, der Text, den Weinreb hier in dem Buch Der Weg durch den Tempel, Seite 154 hier verfasst hat, wenn du ihn kennen würdest, also diesen 23. Buchstaben, gäbe es Worte, die jetzt unaussprechbar, unschreibbar sind. Sie können nur im Schweigen gehört, aber nicht in Sprache umgesetzt werden. Es sei denn in langen, ausführlichen Beschreibungen, die ihr Ziel doch nicht erreichen, weil sie eben gerade diese Worte nicht bilden können. Kommen wir zu dem eigentlichen Begriff und zu dem eigentlichen Thema. Verloren. Wenn man das nachschlägt im Lexikon, im Wörterbuch oder auch in der Bibel, dann sieht man hier gleich mehrere Sachen auf einmal. Ich möchte mich aber auf etwas beschränken, worauf ich hier das Augenmerk richten will. Das ist hier diese Zahlenfolge 1, 2, 4. Und 1, 2, 4 könnte zum Beispiel auch in einem Intelligenztest stehen. Das ist eine typische Zahlenfolge. Da würde die Frage folgen, wie geht's weiter? Führe die Reihe fort. Und jeder von uns kann das weiterführen mit 1, 2, 4, 8, 16, weil es nun mal eine Verdopplung ist. Dass hier etwas ausgeht vom Ursprung, dann in die Teilung kommt, die 2, das ist schon der Name Vater, Aff, die ersten zwei Zeichen, also Aleph, Bet, einzeln, ist Aff, ist der Vater. Und mündet dann in der Dalet der 4. Und das bedeutet, es geht auf in die Vielheit. Es kommt also, das ist ja der Beginn der Exponentialreihe. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ist ja auch die Kurve, die irgendwann steil nach oben geht. Und das ist die Explosion in die Vielheit. Das Wort verloren ist also der Inbegriff dafür, für das exponentielle Vermehren, wie wir es hier im Diesseitigen sehen, im Materiellen und wie wir es bei uns selbst erleben, indem wir in dieses Leben geboren werden. Denn unsere Zellen, aus denen unser Körper besteht, die vermehren sich durch Verdopplung. 1, 2, 4, 8, 16. So kommen wir körperlich hier zustande. Und das ist also der Normalzustand eines jeden Menschen. Jeder Mensch ist zunächst einmal, wenn er hier geboren wird, im Sinne des Wortes, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, verloren. Das sollte man sich erstmal vor Augen halten. Und es geht jetzt gar nicht darum, was war früher und was wird zukünftig sein, sondern das ist der jetzige Zustand im Körperlichen. Der rein körperliche, materielle Zustand,
der nichts anderes kennt, ist der Zustand der Verlorenheit. Ja, wo kommt er zum ersten Mal vor in der Bibel? Also da gehen wir natürlich in das Alte Testament und da finden wir den Begriff, ich lese es mal vor, und die Knechte des Pharaos sprachen zu ihm, bis wann soll uns dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie den Herrn, ihrem Gott, dienen. Erkennst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Ja, wo finden wir jetzt den Begriff? In der deutschen Bibel gar nicht, genau. Aber wir finden ihn doch, und zwar dort, mit dem Begriff zugrunde geht. Und ich möchte es mal hier einblenden, wie es dort auf Hebräisch lautet. Da heißt es, geh mal mit der Maus hier drüber, Ki avda Mizraim, also das zugrunde geht oder verloren geht, Ägypten. Mizraim ist Ägypten. Und hier kommt dieser Begriff zum allerersten Mal vor. Also nicht am Anfang, auch nicht bei der Sinnflut, nicht in Beginn zu Kain, ach, der ist doch jetzt verloren. Und der Esau, der ist doch bestimmt auch verloren, ah, alles ganz schlimm. Nein, da kommt er überhaupt nicht vor. Also er wird eingeführt. Und das ist eben dann auch die Präzision der Bibel, die schmeißt das nicht durcheinander und sagt, na ja, das ist ja alles das Gleiche und ist kein Kochbuch, kein Rezeptbuch, wo sich jeder was rauspflücken kann, sondern man kann es nur in dieser gesamten Struktur eigentlich für sich erlebbar machen. Dazu muss man es ernst nehmen, muss man es sehr ernst nehmen für sich selbst. Und sich fragen, was will es mir sagen? Denn in dem Moment, wo ich den Text lese, fängt er an, in mir zu leben und zu wirken. Wenn ich den Text nicht mit mir in Verbindung bringe, dann ist er nicht da. Dann ist er irgendwo, aber er muss belebt werden. Und dieses Beleben geschieht durch Lesen, geschieht durch Hören. Also 2. Mose 10, Vers 7 wird dieser Begriff eingeführt mit dem mit diesem Wort, was hier übersetzt wird, zugrunde geht, ist richtig übersetzt. Das heißt auch zugrunde gehen, aber eben auch das Verlorensein, was, wie gesagt, im Christentum eben so stark betont wird. Und diesen Zusammenhang sollte man kennen, wenn man das betonen will. Denn wir kommen jetzt noch auf etwas anderes. Der weitere Zusammenhang ist hier vorne das Wort Ägypten, das werden wir noch sehen. Und natürlich auch dann noch ein Tier. Das gehört auch noch dazu. Gehen wir erstmal weiter. Das erste Mal im Neuen Testament kommt das Wort verloren vor. Hier heißt es Apolymi, ist der griechische Begriff dafür. Die Entsprechung für Avat, also Aleph, Bet, Dalet im Hebräischen. Und jetzt man höre und staune, Matthäus 2, Vers 13, als sie aber entwichen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten. Wir haben wieder Ägypten. Und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes, das Pendant zu Pharao im Neuen Testament, will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Wo ist jetzt der Begriff verloren? Ja, und er ist da unten, da steht Apolymi, das Grundwort, das ist dort im Aorist verwendet, das ist eine grammatikalische Form, das ist so, dass man es kaum noch erkennen kann. Aber mit entsprechender Literatur kann man das sehr leicht finden. Also um es umzubringen, wir haben tatsächlich hier wieder diese Konstellation Ägypten und umbringen, zugrunde gehen, hier soll das Kind getötet werden, auch Pharao ist ein Kindermörder. Genauer, derjenige, der den Befehl gibt, die männlichen Kinder, also die Jungs, die Säuglinge, zu töten. Das ist sehr weitreichend, was das bedeutet, auch für uns selbst. Aber ich möchte das hier nicht zu sehr im Detail besprechen, um den Zusammenhang nicht zu verlieren. Ägypten ist hier ein entscheidender Begriff und ich möchte mich gleich mal dem hebräischen Wort für Ägypten widmen, denn er sagt bereits sehr viel. Noch kurz zu Pharao und Herodes. Beide sind also diese Kindermörder und beide sind die einzigen, von denen gesagt wird, dass sie den Geburtstag feiern. Kann man nachlesen,
Alten Testament, Neuen Testament, beide richten eine Geburtstagsfeier aus. Von sonst niemand wird das in der Bibel geschildert. Was bedeutet das, den Geburtstag zu feiern? Ich bin nicht dagegen, den Geburtstag zu feiern. Ich meine das vom Inneren her, so wie man es auch im alten Wissen versteht. Ich feiere also den Geburtstag und erhebe ein Fest, dass ich von meiner Kindheit noch weiter weg bin. Immer weiter weg, jedes Jahr ein Jahr drauf. Und dadurch entferne ich mich, jetzt zeitlich gesehen, von meiner Kindheit immer mehr, gehe immer weiter weg. Und deswegen wird gesagt, Herodes und Pharao feiern den Geburtstag, weil sie sich darüber freuen, vom Kind immer weiter wegzukommen. Also jeder darf natürlich seinen Geburtstag feiern, aber das Kind im Mensch, mit dem wir geboren wurden, das sollte man doch leben lassen und nicht diesen Befehl geben, komm, das ist mir peinlich, darüber zu sprechen und meine Wünsche als kleines Kind, meine Träume, derer schäme ich mich jetzt und das möchte ich ja alles gar nicht mehr beleben. Sondern hier geht es darum eigentlich, dass das Kind nicht nur am Leben gehalten wird, sondern wiedererweckt wird. Ja, also hier, diese beiden haben das große Bestreben, die Kinder umzubringen. Und hier im Alten Testament sehen wir die Verbindung mit Ägypten und im Neuen auch. Da habe ich es nochmal markiert. Gut, ist jetzt nachfolgend. Ägypten im Hebräischen lautet Mizraim. Und das ist die Endung, hier hinten diese zwei Zeichen, das ist die Jod und die Mem, die Schlussmem, deswegen ist sie geschlossen. So, als wenn etwas in der Zeit, Mem steht ja auch für die Zeit, das 13. Zeichen mit dem Zahlenwert 40. Und es kommt aus der Zeit nicht mehr raus. Es ist hier in einem Kreislauf gefangen. Also Wörter, die mit einer Schlussmem enden, haben oftmals einen solchen Charakter. Das heißt nicht Mizrim, dann wäre es der Plural, sondern Mizraim, dieses Ayim, ist im Hebräischen der Dual, nennen das die Grammatiker. Also dort, wo zwei Dinge, ein Paar, zu einer sinngebenden Einheit verbunden werden. So heißt das Auge Ayin und zwei Augen Einayim. Osen ist das Ohr und Osnayim sind die Ohren. Regel, der Fuß, Reglayim sind beide Füße. Also immer dieses Ayim. Wir finden das auch bei dem Wort Himmel. Es heißt Sham Ayim. Ist also eine Doppelheit, die in einer totalen Harmonie ist. Genauso auch bei dem Wort Waage. Endet auch auf das Wort Ayim. Natürlich, weil zwei Waagschalen da sind, die im Ausgleich sein müssen. Bei Mizraim, bei Ägypten, sagt man aber, und das ist hierbei sehr wesentlich, dass hier die Doppelheit als Auseinandersetzung in der Dualität verstanden wird, wo das eine das andere bekämpft. Man kommt also nicht in den Ausgleich. Ausgleich würde heißen Übereinkunft, Übereinkunft der Gegensätze, Bilder von männlich und weiblich bedeutet, es kommt zum Kind, zur Frucht. Wir wissen jetzt Ägypten, Pharao und auch im Neuen Testament, die Frucht will man nicht. Das ist ein charakteristisches Merkmal für eine ägyptische Gesinnung, für den Zustand der Verlorenheit, dass man die Frucht verneint. Das geht natürlich bis ins Alleräußerste auch, sehen wir um uns herum, genau diese Welt, die das Töten der Leibesfrucht also legalisiert und für legitim hält. Das ist etwas Ägyptisches, ich will das gar nicht weiter beurteilen und bewerten. Es ist einfach charakteristisch für den Begriff verloren. Verloren werden wir sehen und ich möchte es hier noch eigentlich schon ein Stück vorwegnehmen, heißt, ich bin vom Ursprung getrennt, von meinem eigenen Ursprung. Und wenn ich keine Beziehung mehr habe zu meinem Ursprung, dann kommen diese Verhaltensmuster und dann habe ich die Erklärung dafür. Das ist also wie ein Ist-Zustand, der sich einstellt, wenn der Mensch sich nicht sehnt, seine Sehnsucht nach einem wirklichen Sinn, nach der Frage, wer er ist, folgt. Dann werden diese Muster bei ihm immer stärker werden und er wird dann in dieses Verhalten kommen, ob er will oder nicht.
Also Frucht in jeder Hinsicht. Man will eigentlich nicht mehr, dass es im Leben weitergeht. Ja, schauen wir uns an, welche Begriffe damit zusammenhängen. Das ist hier Leid, Kummer, Zaar. Da weist Friedrich Weinreb mehrfach darauf hin. Zaar, Leid, Kummer, Pein, Schmerz. All das hat mit Ägypten zu tun. Ich habe jetzt hier diese Hauptkonsonanten, die auch immer artikuliert werden. Zade Resch ist es, also in unserer Entsprechung in etwa Z und R, jeweils weiß gemacht, um die Zusammenhänge zu zeigen. Und das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ich übernehme das einfach nur, wie das im alten Wissen gesagt wird. Und im Wörterbuch kann man es nachlesen. Und wer mit der Bibel familiär umgeht, also sehr vertraut ist damit, erkennt, dass diese Zusammenhänge einfach da sind und von jedem erkannt werden können. Das Wort Form an sich, Zura, schreibt sich so. Der mittlere Buchstabe hier, die Waff, also das W, wird hier nicht artikuliert, sondern dient nur als Vokalträger, Zura. Am Ende ist die He, also unser H, wäre die Entsprechung, das ist die Form. Und mit der Form kommt etwas Besonderes hinzu. Das ist jetzt das einzige Wort, das ich auch mal in Zahlen aufschreibe. Also hier verbunden, also hier durch Bindestriche, die Zahlen 90 ist Zade, die Waff ist die 6, Resch ist 200, He ist 5. Das gibt in der Summe 301. Und wenn ich 301 lese, dann fällt mir sofort Esch ein. Esch ist das hebräische Wort für Feuer. Und das wird so geschrieben. Das ist Aleph, ist die 1 und Shin ist 300. Kann man vorne in dem eingangs gezeigten hebräischen Alphabet nachschauen. Ja, und da haben wir die 301, die eben Ausdruck für dieses Feuer ist. Und das ist natürlich kein Zufall, dass es hier eine Übereinstimmung gibt. Denn wenn wir in die Form kommen, wenn wir in dieses Zellgerüst kommen, in die materielle Welt, dann hat das auch mit Feuer zu tun. Zumal unser ganzer Körper, wir sind Warmblüter, wir haben eine Körpertemperatur von 37 Grad in etwa. Und alles basiert hier auf Wärme. Die Form selbst, in der wir sind, braucht zwingend Wärme, sonst sind wir dem Tode sehr schnell, sehr nah. Ja, aber es ist auch das Leiden in der Form, was uns verzehrt. Also ausgesetzt zu sein, den Gesetzen des Formmäßigen, des Geformten, dieser materiellen Welt. Das ist eben auch ein Leiden, was zusammenhängt mit einem Brennen. Und wir werden das gleich sehen in den Konsonantenblöcken hier, dass auch das Wort für Brennen, Zaraf, mit Zade und Resch gebildet wird. Also das Kommen hier rein in diese Welt, in diese irdische Welt, hat mit diesem Leiden, diesem Verspüren zu tun. Was ist das alles? Was hat das für einen Sinn? Der verborgene Wert, was überhaupt verborgener Wert ist, das kann man auf meiner Internetseite mionske.org nachlesen. In der Suche oben gibt man einfach mal ein verborgen oder Zahlenwert oder Atbasch. In dieser Richtung ist 444, ist also kein Hokuspokus, das ist eine ganz klare Sache, wie man da hinkommt. Und das ist gerade das Schöne überhaupt an den Zahlen. Sie erzählen nämlich sehr deutlich, um was es geht. Und da hört dann auch die Spekulation sehr schnell auf und man erkennt grundlegende Zusammenhänge viel schneller. Die 444, das sage ich jetzt aus dem Kopf, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ist eine markante Zahl in der Bibel. Und zwar wird zum Beispiel das Wort Damaskus, das ist die griechische Form, damit gebildet. Die hebräische heißt Damaschek. Das wird geschrieben Dalet Mem Shin Kof. Also 4, 40, 300, 100. Und das gibt 444. Damaschek. Und wir wissen vom Neuen Testament, Apostelgeschichte 9, die Stelle, wo aus dem Saulus ein Paulus wird.
dass es genau in Damaskus, also Damaschek, geschieht. Dort geschieht seine Wandlung. Und jetzt wissen wir, 444 hat etwas zu tun mit der Form. Wo geschieht die Wandlung also? Nach dem Tod? Dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein. Hier ist es. Genau hier in diesem Leben passiert es. Hier soll es auch geschehen. Und dazu ist auch dieses Leben da, um sich zurückzusehen zum Ursprung, um wieder dahin zu kommen, das zu erleben, diese Wiedervereinigung, wie man es auch sagen können, vom verlorenen Sohn, der zurückkommt. Und da heißt es doch in den Versen, da begannen sie sich zu freuen. Da beginnt die Freude. Alles andere, was mit Spaß zu tun hat, wie die heutige Welt, die Spaßgesellschaft, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun oder nur sehr, sehr wenig. Denn Spaß, das Wort Spaß kommt etymologisch von zerstreuen. Ich zerstreue mich, lebe in der Zerstreuung. Zerstreuung ist genau wieder diese Formel 1, 2, 4, 8, 16, buff, geht in die Vielheit. Und das ist das Wort Spaß, bedeutet, hey, komm, jetzt machen wir mal Vielheit, jetzt gehen wir in die Vielheit, ohne mit der Einheit verbunden zu sein. Denn wenn ich mit der Einheit verbunden bin, erst dann kann ich etwas erleben von dem, was Freude bedeutet. Freude muss sich nicht immer darin zeigen, dass man mit solchen Mundwinkeln rumläuft oder breitgrinsend, wie manches nach einem Joint oder nach Drogengenuss eben machen. Sondern Freude ist eine ganz tiefe Zufriedenheit mit sich und der Welt, mit Gott natürlich, dass alles in Ordnung ist. Es ist so, wie es ist, ist es gut. Siehe, es war sehr gut. Diese Freude, die hat als Ursprung das Erlebnis der Form, in der Form zu sein. Damaskus, Damaschek, genau da, wo es nicht erwartet, der Saulus, da wird er zum Paulus. Genau dort, wo erwartet er das, wonach er sich schon die ganze Zeit gesehnt hat, auch bei uns. Es kommt nämlich gar nicht da, wo wir es erwarten, es kommt genau da, wo wir es nicht erwarten. Esch, Feuer, denn verbinden können wir das auch mit dem Wort Nazareth, das es ja im Alten Testament überhaupt nicht gibt. Also hier, nach dem Bericht der Evangelien, der Ort, wo Jesus aufgewachsen ist mit Maria und Josef, da heißt es, da wurde er, in einem Evangelium heißt er, steht da erzogen, aber das griechische Wort ist Trofo, wir kennen das Wort Ökotrophologe, das ist der Ernährungswissenschaftler. Das heißt, er wurde dort genährt, er ist dort gewachsen, also in die Form gekommen, die Form wird immer größer. Und damit hat Nazareth zu tun, hat mit dem Kommen in die Form zu tun. Es gibt einen Vers, in Psalm 19, Vers 15 heißt es, Herr, du bist mein Fels und mein Erlöser, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und für Fels haben wir, sehen wir gleich unten noch den Konsonantenblock, das Wort Zur, ganz genauso. Und für das Wort Erlöser, Goel. Und Goel kommt von dem Wort Gall. Gall ist die Welle, Galiläa ist der Ort, wo das Ganze stattfindet. Und das ist die bewegte Form. Gall ist die bewegte Form und Zur ist die feste Form. Und wir sehen also, dass Gott hier mitgeht, sowohl bei dem, was wir als fest empfinden, als auch bei dem, was wir als beweglich empfinden. Das mal etwas oberflächlich ausgedrückt. Hier ist es das Wort, genau, Zur. Und als Zar gelesen, genau die gleichen Konsonanten, haben wir das Enge, das wir zum Beispiel in Matthäus 7 finden. Also geht ein durch die enge Pforte und so weiter. Und diese enge Pforte heißt Zur. Also was heißt, was steht da, geht ein? Das heißt, komm mal in die Form. Geh mal hier in dieses Ägypten. Das ist jetzt die Welt, wo sich alles entscheidet oder wo sich vieles entscheidet. Worum? Hier geht es wirklich darum, das zu sein oder das zu werden, was man ist. Ha, ja, genau. Darum geht's. Und das sehen wir aber so nicht. Wir denken, es geht darum, in dieser Welt was zu werden, im Außen.
nämlich in Form von Ruhm, Karriere, Reichtum, in Form von Wissen, Reichtum, in Form materieller Güter. Dann muss doch irgendwo das Glück zu finden sein. Ja, dann brauche ich Spaß, dann brauche ich eins, zwei, drei und unzählige Sachen, um endlich mal glücklich zu sein. Ich brauche insbesondere finanzielle Sicherheit, das ist ein ägyptischer Begriff übrigens. Und ohne das kann ich überhaupt nicht existieren und nicht glücklich sein. Und deswegen ist dieses sich hineinbegeben in diese Welt auch hat mit dem Begriff Feind zu tun und Feindschaft, weil wir, wenn wir erwachen, dann denken wir, diese Welt, ui, das ist ein Leidenstal. Das ist ja alles ganz schlimm. Und hoffentlich kriege ich das bald rum und dann bin ich auch tot und dann komme ich ja in die Ewigkeit. Das ist so das christliche Gedankengut. Aber dieser Feind ist das, womit wir uns auseinandersetzen sollen. Feind ist ja Ojev im Hebräischen und Iov ist der hebräische Originalname für das, was dann die Griechen herausgemacht haben, für Hiob. Also es gibt überhaupt kein H da an dieser Stelle im Hebräischen. Und deshalb wird im alten Wissen gesagt, das Buch Hiob zeigt die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ich bin mir selbst mein größter Feind. Ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung geschieht in dieser Form, in dieser materiellen Welt. Und die steht mir scheinbar erstmal feindlich gegenüber. Alles steht mir offenbar feindlich gegenüber, ist auf Konfrontation, auf Angriff. Und ich brauche aber da irgendwo gar keine Sorge zu haben, denn Gott selbst hat als Name Zur, den Felsen. Und der Psalmist nennt ihn öfters, mein Gott, mein Fels. Also hier haben wir eine Bezeichnung, also wenn Gott sich zum Beispiel Felsen nennt, wie es hier lautet, dann sehen wir diese Hierarchie, die gegeben ist. Es kommt der Mensch, dann kommt das Tier, das Animalische, dann kommt die Pflanzenwelt und ganz darunter kommen die Mineralien. Also in dieser Reihenfolge wird das gegeben. Und der Mensch kann sich sehr, sehr gut dazu äußern, wenn ihm etwas gefällt oder etwas nicht gefällt. Das Tier, bei dem sehen wir es auch noch relativ leicht, ob es sich gut fühlt oder schlecht fühlt. Wenn man Tiere versteht, dann kann man das sehen. Bei Pflanzen sieht man das auch. Der Gärtner sieht an seiner Pflanze, ob es ihr gut geht oder nicht. Treibt sie Blüten aus? Wie stehen die Blätter? Wächst sie? Das ist bei der Pflanze auch ersichtlich. Es dauert allerdings schon etwas länger. Es ist verzögerter, es braucht Zeit und schon eher einen geübten Blick. Die letzte Form, die Mineralien, die Gesteine und damit auch der Felsen, ist etwas, was ich so auf die Schnelle gar nicht äußern kann. Geht es dem Stein gut? Ja, was ist das für eine Frage, ob es dem Stein gut geht? Aber Stein und Felsen haben nun mal eine sehr wichtige Bedeutung in der Bibel und dann muss ich auch wissen, was hängt damit zusammen. Und so heißt es, dass Gott dieser Felsen ist, weil er sich in aller Bescheidenheit so zurückzieht, vollkommen zurückzieht, dass seine Äußerung gar nicht mehr wahrnehmbar ist direkt. Also das ist das, woran der Mensch fast verzweifelt, dass er sagt, ja, wo ist er denn nun? Wo ist er denn? Er soll sich mal zeigen. Los, ich will ein Zeichen. Und Gott kann man doch gar nicht beweisen. Wie vorhin mit der 500 erwähnt, ja, damit hängt das zusammen, dass man das nur selbst erleben kann, ausschließlich selbst, auch nicht in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft oder in Juhu-Gottesdienst oder sowas, da kannst du Gott ganz bestimmt nicht erleben. Du kannst ihn nur bei dir selbst erleben und genau da, wo du in diese Bescheidenheit hineinkommst, in diese Stille, in diese Ruhe, nimm das Bild von diesem Felsen und dann kommt man dem schon viel, viel näher, was die Begegnung Gottes eigentlich ausmacht. Damit verbunden ist der Begriff Zaraf, das ist hier das Wort, das hier eingeblendet ist, das ist das Wort läutern. Und wir wissen, dass es darum geht, in diesem Leben eben geläutert zu werden, aber für uns selbst erstmal nicht in Form eines Gerichtes Gott gegenüber einem fremden, außenstehenden Gott, sondern bei uns selbst. Was ist bei uns selbst wahr, was ist falsch? Wo
braucht es für uns eine Enttäuschung, sodass die Täuschung aufgehoben wird, dass wir enttäuscht werden. Ja, und eine Entscheidung treffen. Wir müssen uns ja fortwährend entscheiden. Und was ist echt und was ist falsch? Was ist Spreu und was ist Weizen? Darum geht das und das können wir nur in der Form feststellen, nur in der Auseinandersetzung mit der materiellen Welt. Vorhin schon erwähnt, das Wort Saraf ist brennen. Hat auch mit Zadi Resch zu tun und Läutern geschieht nun mal sehr häufig durch das Feuer. Wie wir es vorhin schon mit der Zahl 1 hatten und wie wir es auch sehen bei exemplarisch bei Saulus und Paulus. Ja, jetzt kommen wir zurück auf den Begriff verloren, Avat. Und jetzt bringe ich eine andere Thematik mit hinein, die wir auch ganz vorne zu Beginn 2. Mose 10 finden, wo das erste Mal überhaupt das Wort verloren vorkommt, und zwar in Verbindung mit der Generationenfolge. Also, nochmal, 2. Mose 10, Vers 7, hier haben wir den Vers, der vorhin schon mal eingeblendet war. Am Ende, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, erkennst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Also verloren geht? Jetzt nochmal das Hebräische, Ki, Avda Mizraim. Und ein Vers vorher finden wir etwas ganz Merkwürdiges. Also, hier erstmal ein Tier, das vorhin schon erwähnt wurde, das sind die Heuschrecken. Dann als nächstes Väter, die Väter deiner Väter nicht gesehen haben. Also den ganzen Vers nochmal, und sie, gemeint sind die Heuschrecken, werden deine Häuser füllen, das ist die 8. Plage, und die Häuser alle deine Knechte und die Häuser alle Ägypter, wie es deine Väter und die Väter deiner Väter nicht gesehen haben. Seit dem Tag, da sie auf der Erde gewesen sind. Und direkt nahtlos weiter, Vers 7 dann, kommt unser Begriff zugrunde gehen bzw. verloren gehen in Verbindung mit Ägypten. Nun, wir haben den Begriff verloren anfangs gesehen mit 1, 2, 4. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie eine Ahnentafel aufgebaut ist, dann haben wir genau das 1, 2, 4. Und ich habe jetzt einfach mal eine Spalte hinzugefügt. Da haben wir den Urgroßvater und die Urgroßmutter. Und jeder von uns ist natürlich dieses Ich hier. Und wir alle haben Vater und Mutter. Und die haben wiederum auch Vater und Mutter. Und die wiederum auch alle Vater und Mutter. Also hier baut sich ein ganzer Baum auf. Und wir sehen hier in dieser Darstellung schon, dass wir den gesamten Raum irgendwo einnehmen. Anders dargestellt, sieht das so aus, wir sind da unten in der Mitte und dann gibt es einen väterlichen Baum, beispielsweise hier und den mütterlichen dort und das ist verbunden mit dieser Zahlenfolge 1, 2, 4 und diese, ich gehe nochmal zurück, also interessante Aussage, wie es deine Väter und die Väter deiner Väter nicht gesehen haben. Wir haben wieder hier Häuser aller Ägypter und dann die Generationenfolge. Jetzt nochmal weiter. So, wenn wir uns dieses Diagramm nochmal oder diese Grafik anschauen, dann beachte ich jetzt nicht Brüder und Schwestern und Onkel und Tanten und so weiter, sondern gehe einfach nur ganz strikt nach der Generation, Folge, Vater, Mutter, sonst weiter nichts. Und da wird eins deutlich, nämlich, dass wir etwas tragen. Wenn diese Verästelung nach oben geht, dann haben wir etwas, was auf unseren Schultern liegt, wenn man so möchte. Denn mit den Schultern beginnt ja auch die Zweiheit. Und vom Haupt ausgehend. Und da verzweigt sich das Ganze nach oben hin. Man könnte es bildlich so verstehen, wenn man will. Und hier kommt eine Thematik mit rein. Das ist eigentlich ein komplexes Thema. Ich versuche es nur auf das Wesentliche zu begrenzen. Einmal ist es die biologische Thematik, der wir uns nicht verschließen können. Schließlich sehen wir auch irgendwo unseren Eltern ähnlich. Also da gibt es schon natürlich eine biologische Relevanz. Da können wir nicht sagen, das geht uns alles nichts an. Andererseits
ist es so, dass gesagt wird, dein Vater und deine Mutter sind nicht dein Vater und deine Mutter. Unsere wirklichen Eltern sind jenseitig. Und unsere irdischen Eltern haben biologisch dazu beigetragen, dass wir hier sind. In dieser Hinsicht, ja, natürlich auch die Anerkennung an die Eltern für das, was sie für uns getan haben. Aber die wirkliche Verbindung ist von jedem von uns nach woanders hin. Und ich möchte das gleich näher ausführen. Aber nochmal kurz hier bei der biologischen Generationenfolge bleiben. Und zwar gibt es jetzt ein neues Buch, das heißt Trauma und Gedächtnis von Peter Levin. Das ist ein internationaler Traumaforscher aus USA. Er macht das seit über 40 Jahren und geht dort in erster Linie über den Körper dahin, Dinge aufzulösen, die sich beim Menschen melden. Also nicht das zu forcieren, irgendwo rumzustochern und ach, wie war das damals, sondern wenn sich beim Mensch etwas meldet in Form von Symptomen oder Unstimmigkeiten. Alles seltsame Verhaltensweisen, die man sich nicht erklären kann in bestimmten Situationen. Und da ist er ein Mann mit der ersten Wahl. Und in diesem Buch beschreibt er ein Experiment, das man jetzt gemacht hat. Und zwar hat man eine Mäusemutter mit Kirschen in Verbindung gebracht, mit dem Geruch von Kirschen und hat sie vielleicht auch dran essen lassen. Aber jedes Mal, wenn sie mit der Kirsche in Kontakt kam, haben sie einen Stromschlag verpasst, also Schmerzempfinden, ausgelöst und das immer wieder gemacht. Also ganz konsequent. Jedes Mal, wenn die Kirsche kam, wurde der Stromschlag gesetzt. Nun, es dauerte nicht lange und die Maus hat also ganz vehement Kirschen gemieden. Also hat mit Stress reagiert, der Herzschlag ging höher, Stresshormone wurden ausgeschüttet und die ganze Maus war auf Abwehrspannung und jetzt die Flucht ergreifen. Also das war der Beginn des Experiments, dann ging es weiter, man hat diese Mäusemutter dann gebären lassen. Da kamen kleine Mäusekinder raus und hat diesen Mäusekindern Kirschen vorgesetzt und die Mäusekinder haben genauso reagiert wie die Mutter. Also auch mit Stress, Abwehrreaktion. Und die hatten niemals diese Erfahrung gemacht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das auf uns für eine Konsequenz? Das geht aber noch weiter. Man hat das festgestellt, immer wieder, dass mindestens bis zur fünften Generation diese Abwehrhaltung da war und erst danach hat sich es dann langsam verflüchtigt. Und diese Linie dieser Reizvererbung, so nenne ich es jetzt mal, ging signifikant über die männliche Linie, wurde also in erstrangig über den Vater weitergegeben. Das ist also eine ganz spannende Geschichte und wir müssen bedenken, dass wir eine Generation heute sind, die unmittelbar auf zwei Weltkriege hin geboren wurde und also direkte Nachfolger sind. Also wenn wir heute Verhaltensweisen haben, die für uns nicht erklärbar sind, dann kann das durchaus, ist sogar sehr wahrscheinlich, auch einen biologischen Ursprung haben. Und es ist mir einfach wichtig, das zu erwähnen, weil wir uns ganzheitlich sehen müssen. Wir sind eben Körper, Seele und Geist oder umgedreht Geist, Seele und Körper. Und nach dem hebräischen Verständnis haben wir eine Seele, die zum Irdischen hinzieht, die Nefesh, und eine Seele, die zum Göttlichen hinzieht, die Neshama. Und erst in dieser Ganzheitlichkeit können wir uns auch erst begreifen. Und wir haben auch biologische Bedürfnisse. Trotzdem soll natürlich das Geistliche und die Seele darüber herrschen. Aber es gibt eben diese Konstellation. Und wir müssen lernen, wie man am besten damit umgeht. Ja, das zu den Generationen. Wie können wir jetzt dagegen vorgehen? Im Prinzip sollte etwas geschehen, was man regenerieren nennen könnte. Generation, generieren ist ja auch der Stromgenerator, also etwas hervorbringen, etwas erzeugen. Und wenn wir
ein Begriff verwenden, wie er im Neuen Testament zweimal vorkommt, die Wiedergeburt, dann einmal Matthäus und einmal schreibt es Paulus, glaube ich, an Titus, wenn ich mich richtig erinnere. Da werden wir damit konfrontiert, was uns zu unserem eigenen Ursprung zurückbringt, damit in Verbindung bringt. Das ist das bekannte Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. In Johannes 3 wird das geschrieben, oder ist es geschrieben? Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und von Neuem steht da ja nicht, dass irgendwann hat es mal jemand so übersetzt und hat mal gedacht, ah ja gut, das übernehmen wir mal so. Aber viele Bibeln merken das auch an, dass hier ein Begriff verwendet wird, anoten, ist das griechische Wort, das wird nur einmal im ganzen Neuen Testament gebraucht. Und das bedeutet von oben, von der Höhe herab und zeitlich von jeher, vom allerersten Ursprung her. Von dort her musst du geboren werden, und zwar hier in der Form. Hier geht es darum, zurückzukehren zu dem eigenen Ursprung, dahin zu kommen. Das kann nur persönlich, ganz alleine stattfinden und bei sich selbst erlebt werden. Ich kann das auch bei einem anderen nicht machen. Niemand anders kann das bei mir provozieren. Es ist also dieses Besondere, das dann auch heißt, stelle die Verbindung wieder her mit dem, was du von Ewigkeiten her bist und schon immer warst. Dieser Weg, den wir gehen im Irdischen, der hat natürlich die ganzen Höhen und Tiefen. Der hat das ganze Erleben. Aber es geschieht ja, warum geschieht das eigentlich alles? Es geschieht darum, dass wir umsonst handeln können. Dass wir aus Vertrauen handeln können, aus Vertrauen tun können. Wenn wir alles wüssten, wie es genau wäre, so ist das und so ist das, würde unser ganzes Leben nach Berechnung ablaufen. Das wäre total langweilig und von Leben könnte man gar nicht mehr sprechen, weil Berechnung, ein Computer berechnet, er mag zwar lebendig wirken, ich sitze ja jetzt auch vor einem, aber genau genommen ist er vollständig tot. Ein Computer ganz nebenbei funktioniert auch nach dem dualen Zahlensystem mit 1, 2, 4, 8, 16, 32. Das ist auch ein ägyptisches Instrument. Aber wir sollen auch Ägypten nicht vernichten, nur ausziehen, dass wir erkennen, wohin gehören wir, woher kommen wir. Und Ägypten wird nicht vernichtet. Es wird auch in Propheten wird Misraim, also Ägypten wird genannt, mein lieber Knecht, soweit ich es weiß. Also wird gelobt. Wir müssen einfach verstehen, was ist für was da? Wo gehört das im Einzelnen hin? Man kann nicht pauschalisieren und sagen, oh, das ist alles so und das ist alles so. Und diese ganze Schwarz-Weiß-Malerei ist eben auch ein Ausdruck von Verlorensein. Das werden wir dann noch sehen. Also von oben herab, von jeher. Und das steht jedem Menschen offen. Jetzt kommen wir zu den Tieren, die ich schon ganz kurz erwähnt hatte, die in Verbindung mit dem Begriff verloren und mit Ägypten genannt waren und mit der Generationfolge. Und wir finden die Heuschrecke unter anderem im Neuen Testament in Offenbarung 9 zweimal. Und da heißt es hier oben, und die Gestalten der Heuschrecken und so weiter. Und da steht hier unten in Vers 11, sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch, jetzt wird es extra erwähnt, Achtung, es kommt was Wichtiges, weil im Hebräischen zeigt es eine Verbindung. Abaddon. Und Abaddon schreibt sich Aleph, Bet, Dalet. Hier haben wir Avad, hier haben wir unser Wort für verloren. Und dann wird hier eine Waff und eine Nun angehangen und das ist die Substantivierung eines Verbes. Das ist einfach so. Und Abaddon ist also, wenn wir das ins Deutsche 1:1 übertragen würden, würde das bedeuten Verlorenheit. Also der Engel des Abgrunds, sein Name ist auf
hebräisch Abaddon, und wenn wir es übersetzen wollten, sein Name ist Verlorenheit. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Apollymi ist verloren, Apollyon, Substantivierung. Auch genau das gleiche im Griechischen nochmal. Es wird also hier gesagt, Achtung, im Hebräischen ist es, hat es mit dem Verlorensein zu tun, und im Griechischen ganz genauso. Kann man hier sehr schön sehen. Es ist komplett, hier unten ist das Wort Avat, verloren, und oben drüber der gleiche Konsonantenblock mit Waf und Nun am Ende. Also hier nochmal genau die Verbindung. Im Neuen Testament kommt das Wort Heuschrecke 4-mal vor, heißt dort Akris. Und ich muss gerade ein bisschen stutzen, kommt das Wort akribisch daher? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Zweimal in Bezug auf Johannes den Täufer, der diese nämlich ist, und zweimal in der Offenbarung. Und es ist das einzige niedere Tier, das erlaubt ist zu essen, nach 3. Mose 11, 22 steht es, glaube ich. Da stehen aber mehrere Formen der Heuschrecke, also die im Hebräischen Arbe heißt. Es wird dort unterschieden, wie im Deutschen auch. Es gibt die Zirpe, die Grille, den Grashüpfer, Heuschrecke. Also verschiedene Unterformen. Das hat natürlich auch wieder alles eine spezielle Bedeutung. Aber wir wollen hier bei dem Hauptwort bleiben, das hier in Verbindung mit dem Begriff verloren verwendet wird. Also schauen wir erstmal zur Heuschrecke selbst im Hebräischen. Arbe, schon genannt, das ist das Wort, wie es dort erscheint im Text. Das Zahlwort 4 heißt im Hebräischen Arba. Also Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, so zählt man im Hebräischen. Arba ist dann die 4. Und das schreibt sich so. Wir haben hier den gleichen Stamm. Aleph, Reshbet, Aleph, Reshbet. Das nächste Wort. Hinterhalt, lauern, auflauern, Araf. Hier haben wir den Wortstamm einzeln für sich. Und das deutsche Wort Heuschrecke kommt natürlich von Heu. Heu kommt von Hauen, das Gras hauen, daher kommt das, da kommt ist Heu von abgeleitet. Und Schrecken kommt von Springen. Aufspringen laut Duden. Im Englischen interessanterweise gibt es dieses Wort Springen auch als Spring, das ist das gleiche Stamm. Und das ist der Frühling, wo nämlich die Knospen aufspringen, wo das Leben aufspringt und erwacht. Und das Stichwort ist vielleicht in diesem Zusammenhang hier das Plötzliche. Es kommt plötzlich. Und genauso wie die Heuschrecke die ganze Zeit sitzt und mit einem Mal, bumm, springt sie auf. Die Heuschrecke ist der 8. Schlag in Ägypten. Also übersetzt wird es oft oder fast immer mit Plage, aber es würde besser lauten, so Weinreb, wenn man Schlag übersetzt. Denn es sind die Schläge, die dem Menschen begegnen, wenn er sich nicht aufmacht, danach zu suchen, wozu er hier ist. Die Heuschrecke gehört zur Gattung der Hemimetabola. Und das sind Tiere, die direkt aus dem Ei in das Erwachsenenstadium gehen. Also sie haben kein Larvenstadium, sie verpuppen sich nicht. Und es sind fast nur die Heuschrecken, die zu dieser Spezies gehören. Es gibt noch die Eintagsfliegen und noch ein paar ganz wenige andere. Aber in erster Linie macht das die Heuschrecken aus. Das ist also typisch, charakteristisch für die Heuschrecke, dass sie kein Kindheitsstadium hat. Sie schlüpft aus dem Ei und ist quasi schon ein fertiger, kleiner Grashüpfer, der sich überhaupt nicht vom Erwachsenen unterscheidet, auch in den Körperproportionen nicht. Weil wenn das typische Kindheitsstadium ist ja, dass der Kopf sehr groß ist, das Haupt ist sehr groß, der Körper ist sehr klein. Je älter wir werden, desto kleiner wird das Haupt, ich sage bewusst Haupt, und desto größer erscheint der Körper. Die Vierheit, 1 und 4, hatte ich ja in dem einen Video schon Bezug drauf genommen.
Und die Heuschrecke, die hat dieses Verhältnis nicht. Sie hat dieses Kindheitsstadium nicht. Und sie kommt in Ägypten vor, wird in Verbindung mit Verlorenheit dargestellt. Und dort, wo man die Kinder tötet. Ausgerechnet hier kommt eine Plage, es ist die achte, die dann das darstellt, dass das Kind überhaupt nicht erwünscht ist. Genau wie heute, das Kind kommt aus dem Mutterleib und dann muss es sofort irgendwie sinnvoll bespielt werden, bespaßt werden. Es muss bereits in der Kinderkrippe und was es nicht alles gibt zur Betreuung kleiner Kinder auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden. Spielen um des Spielens willen ist gar nicht mehr erwünscht. Man macht dann Gehirnjogging, man macht alle Arten von Trainings, um dann in der großen, weiten Welt, in der ja die Ellenbogengesellschaft ist, wie man immer behauptet, um das Kind dann darauf vorzubereiten. Unser ältester Sohn, der war damals im Kindergarten freiwillig, er wollte das ausprobieren und ging dann zu uns und hat gesagt, ich möchte da nicht mehr hin. Und das ist freiwillig, du musst da nicht hin. Und dann bin ich zu der Erzieherin gegangen und habe gesagt, ich möchte meinen Sohn abmelden. Und ja, wieso? Sag ich, ihm gefällt das hier nicht. Er muss nach Vorgaben spielen und er möchte gern frei spielen. Und er sagt sie, das werden sie noch bereuen. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für ihn. Er muss dann in der Ellenbogengesellschaft muss er sich auseinandersetzen und das muss er jetzt lernen. Ja, das muss er lernen, das hat sie gedacht, aber das Gehirn ist bei einem Vierjährigen überhaupt nicht dazu angelegt, sich auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzungsfähigkeit, die kommt auch neurologisch allein schon viel, viel später erst. Und das ist also eine ganz, ganz massive Verleugnung eigentlich schon des eigenen Ursprungs und der Schönheit des Kindlichen, dass alles schematisiert werden muss. Es muss alles gepresst werden in Formen. Es muss typisch ägyptisch. Kind sein, nein, das darf nicht sein. Der Ablauf des kindlichen Lebens muss durchorganisiert sein. Hier den Kurs, den Kurs, den Kurs. Du musst das lernen und das lernen. Du musst Wettbewerb bestreiten und so weiter. Das ist ein einziger Wahnsinn. Was soll denn aus diesen Kindern dann werden? Das sind doch Leistungsidioten am Ende, oder? Oder kollabieren sie alle? Also die Welt ist doch, die zivilisierte Welt ist doch voll von Menschen, die sagen, ich habe das so satt. Und dann hat doch die Heuschrecke auch ihr Ziel erreicht. Denn sie wird das Letzte rauben. Das Letzte, was von Ägypten noch übrig ist, was vom Materiellen uns Halt gegeben hat, frisst die Heuschrecke weg bei uns selbst. Das sind leere, ausgefressene Menschen, die überhaupt in nichts mehr einen Sinn sehen. Die sind völlig verloren. Aber sie empfinden jetzt auch diese Verlorenheit und sagen, wohin kann ich mich wenden? Ja, und das ist nämlich die große Frage, wohin kann ich mich wenden? Wo geschieht mir eigentlich hier eine Erlösung? Und die Erlösung heißt, komm dir, wenn du dich danach sehnst. Die kannst du nicht selbst machen. Niemand kann eine Erlösung selbst machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, dieser Sehnsucht Raum zu geben. Zu sagen, ich möchte hier raus, ich jammere darunter. Es ist schlimm für mich, das miterleben zu müssen. Und in diesem ganzen Ägypten, das ja auch exemplarisch für die Erlösung an sich steht, mit dem Pesach, also Passa, Ostern, sagt man dann hier, wird ja auch dieses Modell der Erlösung komplett dargestellt in allen Facetten und Einzelheiten. Und das ist aber nicht ein Modell, das einfach nur im Raum schwirrt, sondern es ist etwas, was real erlebt werden kann. Und immer wieder brauchen wir auch die Durchbrüche in unserem Leben. Das ist doch etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes. Ja. Die vier, die hier das alles wegnimmt, also das ist die isolierte vier von dem 1-4-Prinzip, die 1 ist da nicht bekannt, bei dem, was mit Heuschrecke verbunden ist, die 4 nimmt letztlich alles weg. Da rein, wo die Menschen ihr Vertrauen geben, genau da rein kommt dann diese Enttäuschung. Aber wie vorhin gesagt, enttäuschen, das heißt, die Täuschung wird weggenommen, was für ein Glück. Der verlorene Sohn landet bei den Schweinen und da kann man sagen, was für ein Glück. Und letztlich ist jeder, der den Weg der 4 geht, und ich meine natürlich auch jede, also das unterscheide ich jetzt,
Nicht, weil ich immer das Innere des Menschen anspreche, das Innere ist nach dem alten Wissen das Männliche und das Äußere ist das Weibliche. Jeder von uns geht diesen Weg und jeder von uns wird auf dem Weg des Materiellen an eine Begrenzung kommen, genauso wie die Vielheit sich irgendwann selbst begrenzt. Das geht nicht ins Unermessliche, weil der Raum ist begrenzt, das Irdische ist begrenzt, alles hat Grenzen. Und deshalb wird es auch nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen, auch bei der Menschheit, auch bei der heutigen Gesellschaft wird es nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Und dann kehrt sich das Ganze um. Auf eine Art und Weise, wie wir es vielleicht gar nicht für möglich halten. Ich habe das Wort mit dem Hinterhalt und Auflauern. Das ist noch ein bisschen weiter ausführlicher. Ich möchte es vielleicht an anderer Stelle mal besprechen und hier nochmal gezielt am Ende auf das Wort verloren, Evet, eingehen. Es ist hier, Evet oder Avat kann man auch sagen, es ist also in den Zahlen die 1, 2 und die 4, ergibt in der Summe die 7. Und wenn wir den Atbash-Wert, ich hatte das letzte Mal schon mal davon gesprochen, also die andere Seite der Medaille, könnte man auch sagen, wenn wir die jetzt mal hier zählen lassen, dann entspricht dem ersten Buchstaben, dem Aleph, entspricht die Taf, das ist die letzte mit dem Zahlenwert 400. Der zweite Buchstabe ist die Beit, hier mit dem Zahlenwert 2 ist der vorletzte Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist die Shin. Und dann kommt hier die 4 mit dem Zeichen Dalet und da müssen wir dann vier Stück zurückgehen und dann kommen wir zum Zeichen Kof, das ist die 100. Und wenn wir das zusammenzählen, haben wir die Zahl 800. Und die 8 ist immer verknüpft mit Erlösung, also mit dem Messias, mit dem Gesalbten. Und es ist die 8. Plage, die Heuschreckenplage. Also es geschieht nicht, um den Mensch zu quälen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Was uns geschieht, auch an sogenannten Schicksalsschlägen, genau wie hier die Schläge, die 10 Schläge in Ägypten, das geschieht nicht, um uns irgendwie unterzubuddern und zu sagen, da, das hast du davon, weil du so ungehorsam oder blöd oder sonst was warst. Sondern es sind Schläge, die uns einfach dahin bringen sollen, schau mal, in dir will auch der Erlöser geboren werden. In dir ist schon alles da. Nicht irgendwann morgen, übermorgen oder sonst was. Es ist jetzt schon alles da. Und da könnte man sprechen jetzt von der Rückkehr, dieses Wort Wiedergeburt, kann man genauso übersetzen, Zurückgeburt. Das ist eine Geburt nach hinten, zum Ursprung hin. Das ist das Besondere. Wir wissen von den Heuschrecken, sie kommen nach Ägypten mit dem Ostwind. Der Osten wird immer gesehen als Vergangenheit. Da geht die Sonne auf, da beginnt alles. Dann geht die Sonne ihren Kreis bis zum Westen. Der Westen steht für die Zukunft. Und mit dem Westwind verschwinden dann die ganzen Heuschrecken, bis auf die allerletzte. Keine einzige bleibt übrig, so der Bibeltext. Und bei allen Schlägen oder vielleicht verständlicher Plagen zuvor, da bleibt doch was übrig. Bei der Pest bleiben Tote übrig, bei den Fröschen bleiben Tote übrig. Bei dem Hagel, was er erschlägt, das bleibt dann übrig. Aber bei den Heuschrecken wird gesagt, bis aufs Letzte verschwindet alles. Warum? Die Ägypter sollen die Heuschrecken nicht essen. Und Johannes der Täufer, der Israeli, könnte man sagen, der Hebräer, der von der anderen Seite, der Ivri, der ernährt sich davon, der nimmt es in sich auf. Das, was von der Vergangenheit kommt, vom Osten her angeweht wird, er nimmt es in sich auf. Er macht es eins mit sich. Er bringt diese Vierheit, der Arbe, bringt er über sich selbst zur Eins zurück. Weil Achol, das Wort für Essen, heißt nun mal zur Eins zurückbringen. Und dahin mündet alles. Es geht alles darum, dass wir zu der Einheit zurückfinden. Zu der Einheit, aus der wir alle stammen. Denn das Wort verloren hat es ja bereits in sich. Hier den Vater, Af. Und es explodiert eben in diese Vielheit. Und unsere Aufgabe ist, dahin zurückzufinden. Und das kann jeden Moment stattfinden. Da müssen wir keine Seminare besuchen, keine Bücher kaufen oder Videos schauen oder sonst irgendwas, sondern
Das kann jeden Moment bei uns stattfinden. Und wie geht das? Gibt es eine Methode, eine Technik? Nein. Die Sehnsucht reicht. Die Sehnsucht, dass man gerne wieder dahin verbunden werden möchte. Und dann wird das auch geschehen. Das ist die Verheißung, dass es so geschieht. Und ich möchte hier ein Beispiel bringen, wie man es im Hebräischen hier noch zeigen kann. Nämlich ein Wort, das dem irgendwo entgegensteht und was mit Erlösung auch zu tun hat. Es ist der Bogen, der mit Regenbogen übersetzt wird in 1. Mose 9 bei Noah. Das ist der Keshet. Und der Regenbogen wird als Zeichen des Bundes gesetzt, dass so eine Flut nicht nochmal kommen soll. Und das bedeutet, wenn wir das durchgemacht haben, wenn wir selbst das erlebt haben bei uns, dann hat etwas ganz Grundlegendes stattgefunden. Das ist so ähnlich, wie wenn man, ich habe jetzt sowas nicht da, was könnte ich das zeigen? Ich nehme einfach die beiden Finger. Wenn man zwei Magnete nimmt und hält die weit auseinander, dann ziehen die sich nicht an, zumindest nicht messbar. Und je näher wir die Magnete zusammenbringen, desto stärker wird die Anzugskraft. Und irgendwann gehen sie zusammen und klatsch, je stärker der Magnet ist oder die Magnete sind, desto größer dann der Aufprall, dieses Plötzliche, dieses Zack, auf einmal ist es da. Und die Sehnsucht von uns heißt, ich lasse mich anziehen von diesem anderen Magnet. Und der andere Magnet, der Vater, das Ewige, das Jenseitige, das will sowieso schon immer mit uns in Verbindung sein. Und dann zieht das zusammen. Und wenn das sehr starke Magnete sind, bekommen wir die gar nicht mehr so leicht. Oder man müsste jetzt in diesem Bild sagen, gar nicht mehr auseinander. Wer dieses Erlebnis gehabt hat, dass er die Berührung hatte mit der anderen Welt, der kommt davon nicht mehr weg. Der kann gar nicht mehr umkehren. Der kann in diesem Sinne auch nicht abfallen. Weil was heißt abfallen? Abfallen heißt, ich folge der Schwerkraft. Man könnte sogar sagen, ich bin der Schwerkraft gehorsam. Ich gehe nach unten, in die Verdichtung, in die Materie. Ich gehe nach Ägypten. Aber dort, wo ich gelitten habe in Ägypten, da sehne ich mich nie mehr nach Ägypten. Und Ägypten ist eben nicht nur irgendwelche äußerlichen Freuden. Ägypten heißt, ich habe eine Geschäftsbeziehung. Ich habe auch eine Geschäftsbeziehung zu Gott. Ich gebe mich dir hin und du gibst mir die Erlösung. Ich bin dir gehorsam, dann komme ich nicht in die Hölle. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Das ist keine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung erwartet gar nichts. Das ist das Wort Liebe im Hebräischen. Hava bedeutet, ist auch der gib oder nimm. Ist der Imperativ von gib, erwarte nichts, nimm, gibt dafür nichts. Und das ist die einzige Beziehung, die wirklich echt ist. Das ist die Beziehung, die Gott sich wünscht von uns. Und wer das einmal erlebt hat, der bekommt ein Gespür auch dafür, was kanaanitisch, also kaufmännisch ist und was diesem Geschäftsmodell entspricht. Genauso zu sagen, na komm bei uns ins Rettungsboot, Gott hat ein Rettungsboot mit Christus geschaffen. Ja, das kann man so sehen, wenn man das wörtlich nimmt. Aber was da nicht gesagt wird, ist, dass das Boot genau in die gleiche Richtung weiterschippert auf dem großen Strom der Zeit, wie das alte Boot auch. Man hat eben nur die Nussschale gewechselt. In der Bibel geht es um Umkehr, um Rückkehr und um diese Zurückwendung zum Ursprung. Und das geht nur über diese Form, über das Leben in der Form. So kommt Christus eben, oder Jesus, in die Form, Nazareth, Galiläa. All das sind die Zeichen dafür, es kann nur hier geschehen. Über diese Sehnsucht und wo das einmal geschehen ist, da kommt auch dieses Zeichen des Bundes, was eben der sprachliche Zusammenhang hier mit verloren ist. Sehen wir also sehr deutlich in den Zahlen, Keshet, der Bogen. Und was zeigt der Bogen? Er zeigt eben die sieben Spektralfarben. Also das eine, das Licht, wird aufgebrochen in sieben Farben. Farben kann ich nur sehen, wenn Licht ist, wenn also das Tageslicht ist. Wir gehen hier nicht von einer Taschenlampe aus, die Bibel spricht nicht von Taschenlampen.
Und wenn wir in der Nacht unterwegs sind, also dort, wo der Mond regiert, was ja bei dem Zachäus dann auch sehr wichtig ist, eingangs, dort haben wir keine Farben. Da haben wir nur Schwarz-Weiß, Schattierung maximal, da haben wir das Entweder-Oder-Denken. Und das ist das Entweder-Oder Ägyptens, denn das habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt. Ägypten versucht immer die andere Seite, die einem nicht passt, auszuschalten. Und das funktioniert natürlich nicht, weil das Leben hat beide Seiten. Es hat nun mal diese Seite und diese, eine linke und eine rechte Seite. Und wenn ich versuche, die eine Seite auszuschalten, dann bringe ich mich selbst in eine Riesenbredouille. Und die andere Seite wird in Ägypten als Feind empfunden. Daher auch dieses Wort Zar und das mit der Enge. Wir finden also dort den Zugang, wo wir es am wenigsten mögen, nämlich in der Auseinandersetzung mit uns selbst. Und der Regenbogen sagt, hier ist ein Licht da. Aber dieses Licht bricht sich und wird erst sichtbar, nicht am blauen Himmel, sondern da, wo es ganz dunkel ist dahinter. Es muss also vieles zusammenkommen, dass ein Regenbogen erscheint. Und hier könnte man auch noch viel, viel mehr drüber sagen. Aber mir ist es wichtig zu sagen, der Zustand der Verlorenheit ist eben dann aufgehoben, wenn wir hier verbunden werden mit dem Ursprung. Wenn wir an das Licht kommen und das Licht kommt mit uns selbst. Wenn das Licht in uns selbst hineinscheint. Und dann kommt auch dieses Erlebnis dieses Nuancierens, dass wir nicht mehr sagen, ah, das ist gut und das ist schlecht und das ist gut und das ist schlecht. Vielleicht doch noch ganz kurz zu dem Begriff des Auflauerns. Das Auflauern hat ja mit dieser Arbe, mit der Heuschrecke und Arba, mit der Zahl 4 zu tun. Und das Auflauern, wer macht das in erster Linie in der Bibel? Das sind natürlich im Neuen Testament die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wie oft steht da, sie lauerten ihm auf, also Jesus. Und was ist damit in Verbindung stehend? Wie wir jetzt hier auch gesehen haben, es ist das Schwarz-Weiß-Ding. Es ist entweder oder. Macht er jetzt das, was wir sagen? Und wehe, wenn nicht, wehe, wenn von unserer Neudeutsch Black and White List, wenn er da nur eine Sache macht, die auf der Blacklist steht, dann sofort runter. Also, das ist auch unsere Gesinnung, irgendetwas zu finden beim anderen, dass wir ihm den Garaus machen können. Ha, da hat er einen Fehler gemacht. Ich schmeiß alles weg. Und so in diesem Denken kann man hier aus diesen Zusammenhängen, die ich jetzt versucht habe aufzuzeigen, zurückführen. Ist man auch in diesem Zustand der Verlorenheit? Denn jemand, der mit dem Ursprung, um es nochmal zu sagen, der mit dem Vater wieder verbunden ist, der zurückkommt zu eins, der auch das, was ihm das Materielle genommen hat, nämlich die Heuschrecke, nimmt uns selbst das Materielle, sich davon ernährt und sagt, ja, ist in Ordnung. Es war in Ordnung, was du gemacht hast. Es ist alles in Ordnung. Dass mir dies und dies und dies im Leben schiefgelaufen ist, das ist völlig in Ordnung. Ich ernähre mich davon. Das ist gut so. Und der sich dann dahin ausrichtet, das ist jetzt gut so, wie es ist, und ich schaue mit großer Zuversicht in die Zukunft. Da kommt der Westwind, das ist Zukunft, der Westwind. Der nimmt dann den Rest alles weg, der lässt nichts mehr übrig. Und wir haben mit diesen Verbindungen, denke ich, ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was verloren eigentlich meint. Und dass es nicht eine Drohvokabel ist, mit der ich jetzt missionieren gehen kann und sage, hallo, du gehst verloren. Nein, wir sind ursprünglich alle verloren. Wir sind, insofern wir diese Verbindung nicht suchen, bleiben wir natürlich auch in diesem Zustand der materiellen Explosion mit all ihren Täuschungen. Und dann ist es das Beste, was uns passieren kann, dass wir enttäuscht werden. Ja. Hier kommt noch ein Zitat aus dem Buch Wege ins Wort von Friedrich Weinreb, Seite 58. In der Bibel erscheint nach der Sintflut der Regenbogen, gab es einen solchen vorher nicht. Die Sintflut ist ein Weltuntergang. Dieses Absolute, so heißt es, komme nicht mehr vor. Im Menschen aber tief, verschüttet, gibt es das Erlebnis des Absoluten. Es erschüttert ihn. Das sind auch diese Schläge, die uns also wirklich im Innersten treffen. Und dann erst werden wir bewegt. Wir sagen ja auch, oh, das hat mich bewegt.
und oder ein Mensch ist in Bewegung geraten. Manchmal braucht es dazu einen gewissen Schlag, aber den brauchen wir nicht provozieren, der kommt schon ganz von alleine. Und wenn wir von selbst uns dahin wenden, braucht es keinen Schlag. Es erschüttert ihn. Doch dann kommt mit Noach, also im Hebräischen heißt er Noach und nicht Noah, eine neue Welt. Der Name Noach im Hebräischen hängt mit dem Begriff des Trostes zusammen, nämlich Menachem. Der Trost ist, dass nach dem Erlebnis des Absoluten, des absolut Guten oder Bösen, jetzt eine Nuancierung eintritt. Es kommt jetzt ein Pendeln zwischen den Extremen, zwischen Hitze und Kälte, zwischen Saat und Ernte und so weiter. Dies drückt sich im Bild des Regenbogens aus, der alle Farben des Spektrums enthält, also alle Nuancen ermöglicht. Der Mensch erhält jetzt in seinem Leben das Zwischen. Der Regenbogen kennt weder das Weiße noch das Schwarze. Der Mensch hat jetzt weder das Diesseits noch das Jenseits erlebt. Er erlebt das Leben im Zwischen. Er selbst ist im Zwischen. Er selbst ist dieser Verbindungshaken, die Waff, die Himmel und Erde verbindet. Sohn heißt Ben und Zwischen heißt im Hebräischen Ben. Einfach mit einer Jod noch in der Mitte geschrieben. Ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben, über das Wort Zwischen, über diese ganz eminente, zentrale Bedeutung des Zwischen. Und es bedeutet ja auch Interesse haben, heißt ja wörtlich aus dem Lateinischen dazwischen sein. Ich bin dazwischen. Und wenn heute die Menschen an nichts mehr Interesse haben, dann sind sie nicht mehr zwischen der einen Welt und der anderen, dann sind sie nur noch diesseitig. Und wenn ich nur noch diesseitig bin, habe ich an nichts mehr Interesse. Dann schaut man mal heute in die Gesichter der Menschen und insbesondere der Jugend und nur noch hier Ablenkung in jeder Art und Weise. Und das zeigt sich dann bis ins Äußerste natürlich. Und wir sehen, was im Außen passiert, hat irgendwo ganz woanders seinen Ursprung gehabt. Und da bleibt zu hoffen, dass es auch hier etwas tut. Ich möchte nicht sagen, ein Schlag oder Schläge. Ja, wir sind Gottes Schöpfung und nicht Gott ist unsere Schöpfung. Das könnte nur ein Götze sein. Und das größte Glück, was Gott uns schenken möchte, ist, dass wir zurückkommen im Bild des verlorenen Sohnes. Das ist die allergrößte Freude des Vaters und auch die Freude des Sohnes. Der kann sein Glück gar nicht fassen. Der kann die Freude gar nicht fassen. Und das will uns all das sagen. Die ganze Bibel ist genau nur dazu da, um uns diesen Weg zu zeigen. Es ist einfach jetzt so geschehen über die letzten Jahrhunderte. Das hatte wohl auch seinen Sinn durch diesen Weg der Entwicklung, dass es immer weitergeht, dass der Mensch sich immer weiter entfernt hat, das Sprachverständnis sich immer weiter entfernt hat, weil im Grunde steht in der Bibel gar nichts anderes drin. Man hat es über das veräußerlichte Verständnis dann zu einer Moral- und Ethiklehre umfunktioniert. Aber das ist da überhaupt nicht gemeint. Gar nicht. Wenn man die Begriffe vom Hebräischen her sieht und dann auch vom Griechischen her, dann sieht man, dass im Ursprung etwas ganz anders gemeint war. Und dass sich daraus ein bestimmtes Leben ergibt, das ist außer Frage, ganz klar. Aber nicht umgedreht, dass ich meine, über irgendwelche Verhaltensregeln und gegenseitiges Kontrollieren, wie man das in Gemeinden ja ganz gern macht, ein tolles Gotteskind werde und werde dann gerettet und werde von den Engeln abgeholt und fliegt dann in die Lüfte. Das ist eine sehr naive Vorstellung und hat auch mit der Grundsprache der Bibel überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn ich mich nicht auf das Fundament der Bibel berufen kann oder berufe, worauf berufe ich mich denn dann? Auf Hypothesen, auf das, was Menschen denken, meinen und deuten, darauf kann ich verzichten, das habe ich lang genug geglaubt. Und da rennt man regelmäßig gegen die Wand, mit der Konsequenz hoffentlich, dass man sich mal danach sehnt, auch nach einer Erlösung aus der menschlichen Kontrolle, aus der außermenschlichen Kontrolle. Wir haben mit uns schon genug. Und auch genug, jeder hat mit sich selbst genug zu tun. Und es geht darum, dass wir wieder zu diesem Ursprung zurückkommen. Und das ist dann auch die größte Freude. Dann will ich auch gar keinen anderen mehr korrigieren. Das ja, damit sind wir am Ende der kleinen Betrachtung über das Wort verloren angekommen. Literatur, die ich empfehlen kann, ist insbesondere das jüdische Passamal von Friedrich Weinreb. Hier erzählt er ganz ausführlich. Ist das einzige Buch auch, wo er so ausführlich erzählt über die 10 Plagen Ägyptens.
mit sehr komplexen Zusammenhängen, die aber auch sehr viel über uns persönlich aussagen. Des Weiteren Zahlzeichen Wort natürlich, wenn man überhaupt mal eine Einführung zu den hebräischen Zeichen haben möchte und über die Buchstaben in der Verbindung mit den Zahlen. Ansonsten habe ich mich gefreut fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns vielleicht ein andermal wiedersehen. Auf Wiedersehen.